Hallo und einen wunderschönen guten was auch immer. Heute ist Dienstag, es ist Uya-Tag und es ist Zeit für Wraithborn. Ja, es wurde langsam Zeit. Ich habe dieses Spiel lange ignoriert. Es war im Uya-Store, glaube ich, von Anfang an dabei, seit ich dabei bin. Aber ich habe irgendwie nie Bock drauf gehabt. Jetzt habe ich reingeschaut und sehe hier einen Typ mit einem mächtigen Hammer. Und was der damit so treibt, das sehen wir wohl gleich. Fangen wir mal an. The elders say that life was not always like this. Die Alten sagen, das Leben war nicht immer so. Time when magic and monsters were once children's stories, when we ruled from great cities of steel and stone. Früher waren Monster und Magie magic returned. Nearly all who lived were destroyed in an instant. All that remained were the wraiths, mad specters of rage and power. But none live today that truly believe these tales. Now, all that remains of the past are the crumbling ruins of the fallen age of humanity. Our people struggle to survive against our enemies. The vicious Mara constantly attack, seeking magic-infused gemstones. The old wards of protection are failing. The young warriors of our tribe are always tested in the crucible of battle in their rite of passage. But you are more than that. Born out of our greatest fear, and yet the only one who can truly master the runes of power and protect our people. You are Wraithborn. Na gut. Okay, willkommen zurück. Das hier ist also Wraithborn. Mal gucken, was wir hier so können. Ja, Move ist klar. Haben wir schon. Dann moven wir mal ein bisschen. Attacking. Heavy Attack, Light Attack. Okay. Erstmal Light Attack. Ja, was gibt's da? Heavy Attack. Okay. Heavy Attack ist halt langsamer. Blocking L2, okay. Ja, das sieht doch ganz nice aus. So, I defeated the Mara Scouts. Breakables. Attack the fence to break it. You can also smash gems and other objects, okay. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Magie, die wieder da ist, die ist sehr böse. Es kann sich kaum jemand daran erinnern, wie das früher war. Pursue the Mara Raider. Okay. Ich soll jemanden verfolgen. Machen wir das doch. Gut, da oben ist ja der Pfeil, der mir sagt. Oh, okay. Ich mag das. Läuft ganz gut. Ich spiele sowas ja nicht oft. Ja, aber so rein jetzt der subjektive erste Eindruck ist ziemlich gut. Ich finde, das sieht ordentlich aus. Und ich komme gut mit der Steuerung zurecht. Okay. Wo ist er denn? Wo bist du? Komm, zeig dich, du Bastard. Da. Oh, der hat auch eine Protection, schau an. Das ist eine Timing-Angelegenheit, scheinbar. Was ist das für ein Steinkreis? Hat das was zu bedeuten? Na komm her.
Ah ja, das ist seine Attacke. Mhm. Jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Und das hier? Was bedeutet das? Open the Rune Gate. Ja, wie denn? Shield Power. Channeling. Press and hold the shield in the rune. Ah, okay. Verstehe. Kann man das aufnehmen? Ja. Also, dann powern wir mal. Cool. New Map, Experience Points, New Rune. Okay. You have destroyed the Mara Raiders. In killing the Mara Chieftain, you have gained great power. You can bend the runes to your will with but a thought. Any enemy close by can be harmed by the magical blast you can unleash. And now the way lies clear to empower the Rune of Warding. Once the Warding Stone is activated by your power, it will draw in enemies like a moth to the flame. The creatures will continue to attack until your death. Any other would succumb to the magic, but you are Wraithborn. Okay, also ich bin immer noch Wraithborn. Und ich öffne jetzt so eine Art Büchse der Pandora, wo alle Feinde auf mich zukommen und wollen es wissen. Gut, enemies of all kinds are drawn to the Wardstone. Ja, das hatten wir ja schon. Genau. Survive their attacks as long as possible. Ja, was gibt's hier noch? Ja, mehr ist ja eh nicht freigeschaltet. Ja. Habe ich gar keine Wahl. Na gut, dann ist das halt so. You have unlocked a new skill. Weapons, basic weapon. Armor, basic armor. Runes. Okay, damage all enemies in a close range around the player. Buy gems. Nein, ich will keine Gems buyen. Okay, machen wir weiter. So. Dann aktivieren wir das mal. Defeat three waves of enemies. Na gut, komm. Bring them on. Bring them on. Ich finde blöd, dass die Toten liegen bleiben. Das irritiert mich ein bisschen. Aber ansonsten... Mir wäre es lieber, sie würden sich auflösen. Ja, und nun? New Wave, get ready. Kann ich mich dort erholen, oder was war das? Jetzt habe ich nicht auf meinen Powerbalken geachtet. Oh, der hat mich gebannt. Komm her, lass mich in Ruhe. You have reached a new level of power. Ja. Ab und zu muss es auch mal der harte Angriff sein, merke ich gerade. Schwarzen hier, die sind ganz schön. Ja. Wow, 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 wow. Dürfte ich wohl bitte respawnen? Okay, also ich muss wieder zurück und alle drei Waves nochmal spielen. Schade. Ich weiß nicht mal was. Puh.
Passiert da irgendwas? Oder soll ich da einfach nur warten? Ich soll immer nur warten, scheinbar. Das steht ja noch. Was soll denn das? Frechheit. Das macht schon Spaß. You have reached a new level of power. Das ist schön. Passiert aber nichts. Vor allen Dingen hier, ich sehe dieser Balken da, der ist leer. Oder? Gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo sind die Schwarzen von vorhin? Hey, 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 Freund der Sonne. So nicht. Na, komm her, komm her. Ich vergesse immer, ich muss auch blocken, eigentlich. Ich finde es nicht schlecht. Wie findet ihr das? Ich kenne mich mit solcher Art Spielen nicht so aus. Ja. Das ist für mich Neuland, wenn man so schön sagt. Ja. Weil ich eigentlich sowas früher nicht gespielt habe. Okay, Wardstone activated. Ja? Ich weiß also nicht, ob das im Sinne dieses Genres gut ist oder langweilig oder schlecht. Also, ich finde es bis jetzt sehr unterhaltsam, die hier mit meinem Hammer zu schnetzeln. It takes years of study to master the runes of power we use to tame the magic that courses through the world. Now we will see your true strength. Only the magic of the runes can open the gate blocking your path. Seek out the ward stones of protection that keep us safe and return them to their full strength. Okay. You have unlocked a new skill. Dodge ist A. Ah, oh, das hatte ich vorhin noch nicht. Ich habe eine Power Attack, ich habe die... Ah, okay, ich habe den Hammer Smash, ich habe die normale Combo. Das muss man ja auch wissen, ja. Und ich habe jetzt auch Dodge. Was ist ein Dodge? Dodge ist, glaube ich, Dings. Hier war doch irgendwas. Ich habe 29 Gems. Ja. Gem? Gem. Gems heißt es. Hidden Gem. Genau. Versteckte Marmelade. Na gut, okay, machen wir weiter. Das ist Dodge, genau. Okay, alles klar. New Objective. Locate whatever. Ich hab's vergessen. Zu spät gelesen. Grafik ist super. Also mir gefällt das. Zwei sind kein Problem. Wenn sie aus allen Richtungen kommen, ist ein bisschen lästig. Da muss ich dann wahrscheinlich öfter mal den Dodge verwenden. Channeling. Open Door. Open Gate. Wie auch immer. Ich finde das witzig. Man sieht wirklich ganz gut diese alte Zivilisation mit den Schienen und den Straßen. Was passiert hier eigentlich gerade? Wieso explodieren die immer? Habe ich da irgendwas übersehen? Hm. Also gut, nochmal. Locate the Ward of Protection. Warum explodieren die?
Haben die irgendwas? Woran erkenne ich? Ach, da hinten. Die haben was im Rucksack. Muss einfach nur wegbleiben. Okay. Also die leuchten, die explodieren. Da sollte ich mich fernhalten. Netterweise machen die wenigstens auch die anderen weg. Boah, das ist... Ich habe Dodge gedrückt, aber es war schon zu spät. Okay, wenn ich so einen sehe, immer gleich dodgen. Funktioniert gut. Oh, was gibt's denn hier? Okay, ich brauche mehr Gems. Gehen wir mal den Weg. Der andere Weg war ja nicht so... Oh, okay. Hallo, Freund. Wo bist du denn? Komm mal her. Komm. Ich mach dich weg. Ich hab einen Hammer und du nicht. Müssen wir aber auch richtig anwenden. Hey. Ah, ich bin zu weit weg. So. Ah. Jetzt kriegt er Hilfe. Das ist ja wohl nicht wahr. Oh, shit. New Armor will increase your health. Ich brauche erstmal mehr Gems. Ah, Checkpoint. Gut. So. Wo war er? Wo ist der Pfeil? Da ist er. Hey. Ganz schön zu, hey. Jetzt kommen die anderen dazu. Da hau ich lieber erstmal ab. Ah, oh, die haben mich alle gemeinsam niedergestreckt. Wie gemein. Na gut, weiter geht's. Neuer Versuch. Ich muss aufpassen, ja? Fällt mir ein? Ja, genau. Du nicht. Nein. Vergiss es. Ah. Was ist das eigentlich? Ah, ich drück zu früh. Jetzt habe ich ihn gleich da, wo ich ihn haben will. Wander da raus! Oh Mann, ich drück Dodge die ganze Zeit, da tut nichts. Gibt's doch nicht. Ich mache jetzt erstmal diese Kleinen weg. Sind die hier irgendwo? Die kommen wahrscheinlich erst gelaufen. Ja, wenn er mich gestunt hat. Der kann ganz schön zuhauen, der Kollege hier. Ah, irgendwie. Vielleicht sollte ich erstmal woanders hingehen. Ich habe so das Gefühl, das war keine gute Idee. Ich soll ja erstmal den Ward of Protection locaten. Finden. Problem ist, ich habe auch die Knöpfe verwechselt. Seit die alle vier belegt sind, bin ich irgendwie dumm drauf. Na, was los? Darf ich noch nicht? Okay.
Wahrscheinlich muss ich erst den anderen da... Ist das nicht so? Ne, das sieht nur so aus. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Art Geheimgang oder so. Von hier komme ich, glaube ich. Ach, richtig. Nehmen wir alles mit. Und hier ist wieder die Treppe. So. Jetzt ist die Frage. Wie kriege ich den klein? Ich bin zu ungeschickt. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Ja? Wenn der mich einmal hat, dann sehe ich Sterne. Ja? Ich brauche nur so ein Kombo. Da rausdodgen. Ja, ich brauch Zeit. Den Endgegner habe ich fast. Nur die Kleinen da, die nerven. Nein, das gibt's doch nicht. So knapp war es noch nie. Ah, Mann, ey. Na, ich lerne dazu. So, also immer Kombos. Ah. Ich brauch Zeit. Und ihr nervt mich. Nein. So läuft das hier nicht. Victory! Skin called Fenris. Okay. Power can be bent to your will, Wraithborn. With its power, you can strike at enemies from a distance and stun them with magical force. Ich kenne diese Stimme irgendwoher. Könnt ihr mir sagen, woher ich die kenne? Ich habe die schon mal in anderen Spielen gehört, glaube ich. Es ist übrigens zu viel Text, um ihn mitzusprechen, wenn man ihn vorher nicht kennt. Deswegen verlasse ich mich drauf, dass ihr versteht, was da steht. Okay, take the battle to the Mara's home and defeat their leader to throw their tribe into disarray and power another Wardstone. Okay. Ich bringe den Kampf zu ihnen nach Hause, ich werde ihren Führer besiegen und damit ihren Stamm in die Bedeutungslosigkeit treiben. So, ja, mache ich den noch? Na gut, ich guck mal rein. Hehe. Es fängt gerade an, Spaß zu machen. Find the second Wardstone. Oh, okay. Geht ja gleich gut los. Ist ja ganz schön ein Nervensägen. Wisst ihr das? Hör auf, den Kram auf mich zu werfen. Komme ich denn da dran? Kann ich eigentlich springen? Nein, das wollte ich nicht. Oh, Kacke. Falsche Taste. Shit. Oh, das war dumm. Das war bestimmt nicht gut. Ich bin gerade etwas irritiert. Weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Also doch hier. Na komm her. Komm. Ein paar Crystals. Gems. Du hörst mal auf, hier irgendwas auf mich zu schmeißen. Ja, jetzt gibt's echt Ärger.
Ich vermute mal, das Hauptspielprinzip ist, dass jemand will, dass ich echtes Geld einsetze, um diese Gems zu kaufen. Das mache ich aber nicht, wie ihr wisst. Ich wurde aber auch noch nicht offensiv dazu aufgefordert. Also es ist wahrscheinlich eine Option. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Spiel mich damit nervt. Und das finde ich okay. Es ist ja legitim, wenn jemand mit sowas Geld verdienen will. Was ich nicht verstehe, ist, wo geht's denn jetzt weiter? Muss da irgendwo einen Weg geben. Hier, ah, okay. Schöne Landschaft so. Also für Ouya-Verhältnisse ist das hervorragende Grafik. Gut, ich vermisse vielleicht ein paar Schatten oder so. Ist ein bisschen statisch. Hey, wer bist denn du? Ach, guck an. Ach, die kann sich ja noch verstecken, die holde kleine Maid. Boah, die ist ganz schön hartnäckig, die Kleine. Jetzt habe ich sie, oder? Oder hat sie sich wieder nur versteckt? Nee, ich hab sie wohl. So, erstmal hier diese Gems noch. Channeling. Bam, Tür auf. Wunderbar. Ich finde das wirklich sehr schön. Guck mal hier runter, hey. Ja? Also sowas sieht man auf der Ouya nicht jeden Tag. Ich mag das. Mir gefällt das. Das ist wirklich schön gemacht. Ich mag die Landschaft. Das Gameplay ist okay. Und ich nehme mal an, dass diese Geschichte sich auch weiter dreht und interessanter wird. Das hat sich gut angelassen und ich werde das öfter spielen. Das ist ja jetzt hier quasi ein Erstversuch. So, jetzt müsste ich sie aber alle haben, oder? Ah, ne, hier noch. Gut. Alte Hütten, alte Häuser. Okay, wir müssen in diesen Steinkreis. Was tun wir hier? Wir channeln. Oh, okay. Komm her. Der Smurt. Wo ist er denn? Na, komm mal her. Ach, der hat ein Schild. Schau an. Stimmt, das habe ich ja auch. Ich habe ja auch ein Schild. Das vergesse ich immer. Ist aber auch nicht so mein Style. Ah. Ach, wisst ihr was? Halbe Stunde. Ich denke, das reicht. Ihr habt einen schönen Eindruck gewonnen. Ich habe ein Spiel gefunden, das ich in Zukunft öfter spielen werde. Das war Wraithborn auf der Ouya. So ein richtig schöner Schnetzler, wo ich wahrscheinlich im weiteren Spielverlauf auch extra Waffen bekommen kann und meine Rüstung ausbauen und so weiter und so fort. Soweit bin ich wohl noch nicht gekommen und ich habe noch nicht genug Gems gesammelt. Ja, ich kann ja hier mal auf Y drücken. Okay, 250 Gems kosten 99 US-Cent. Ist aber nicht mein Ding, sowas mache ich nicht. Wie steht ihr eigentlich dazu, wenn ihr in so einem Spiel hängt? Nehmt ihr sowas dann in Anspruch? Ja, ich meine, ich weiß ja, dass das mittlerweile nicht mehr nur im Android- und Mobile-Bereich allgemein, sondern auch bei immer mehr Konsolen- und PC-Spielen der Fall ist, dass das angewendet wird. Benutzt ihr das? Und wenn ja, wie oft und in welchen Situationen? Erzählt mir das mal. Erzählt mir, wie ihr dieses Spiel fandet. Findet ihr die Grafik auch gut? Also gemessen am Ouya-Standard ist das wirklich sehr schön, finde ich. Ja. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Hoffe, ich habe euch gut unterhalten, die Langeweile vertrieben. Und bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex, und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao.